Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Zweitrunden-Pokalspiel zwischen Darmstadt 98 und Hertha BSC. Ich darf hier oben die beiden Cheftrainer begrüßen, Paul Dardai und Dirk Schuster. Und Herr Dardai, als erstes darf ich Sie um Ihr Statement zum Spiel bitten. Erstmal Glückwunsch an unsere Mannschaft. Wir haben uns gut vorbereitet und trotzdem mit dem Wind, ich glaube nicht nur wir, sondern die Gegner in der ersten Halbzeit auch nicht ganz klar gekommen. Der Spielfluss von der beiden Seiten war nicht so. Ich glaube, mein Kollege hat auch anderes vorgestellt, ich auch. Aber die zweite Halbzeit, wir haben das gut umgestellt und dann besseren Spielfluss haben wir gehabt. Und zum Schluss muss ich auch sagen, ich glaube auch verdient gewonnen, weil wir sehr viele schöne Torchancen rausgearbeitet haben und die Tore, was wir geschossen haben, auch ja, richtig ausgespielt. Und jetzt gilt einer für uns, schnell regenerieren. Wir haben wichtiges Spiel jetzt gegen Leipzig. Und es ist erstmal ein gutes Gefühl, dass meine Mannschaft oder unsere Mannschaft kommt nach Darmstadt. Hier ist eine gut organisierte Mannschaft und ein guter Trainer. Und trotzdem nach dem Spiel bist du beruhigt und dann spürst du, dass die Jungs gut gearbeitet haben. Selber die Wechselspieler machen sie Druck, kommen sie rein, entscheiden sie das Spiel. Und dann muss man sagen, dann lohnt sich zum Arbeiten. Vielen Dank, Dirk. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch, Paul, für dich und deine Mannschaft zum Weiterkommen im Pokal. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ihr auch euren Traum euch erfüllen könnt und ins Finale in der eigenen Stadt kommt. Ich glaube, wir waren auch auf diese Partie sehr gut vorbereitet. Ich denke, wir haben so ziemlich viel davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wussten, dass mit Hertha eine Mannschaft kommt, die sehr gut organisiert ist, sehr viel individuelle Qualität hat, einen sehr guten Ball spielen kann, absolut fit ist und auch Ausnahmespieler in ihren Reihen hat. Trotzdem glaube ich, dass wir eine sehr gute Leistung gebracht haben, dass wir uns da teuer verkauft haben, das Spiel lange offen gestalten konnten und auch sehr ordentlich verteidigt haben. Man kann die Berliner nie zu 100% ausschalten, dass sie die eine oder andere Tormöglichkeit haben. Das ist ganz normal. Trotzdem hatten wir auch auf unserer Seite den Mut, selber offensiv tätig zu werden, hatten auch ein paar Möglichkeiten. Nach dem 0:1, drei Minuten danach, einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Ich habe mir das gerade noch mal im Fernsehen angeschaut. Warum denn der Schiedsrichter nicht gegeben hat, wird sein Geheimnis bleiben, ist wahrscheinlich das Los der etwas kleineren Mannschaft. Ob wir dann das Spiel anders gesehen hätten, weiß ich auch nicht, lasse ich auch dahingestellt. Trotzdem wäre es für uns, denke ich, ein Erfolgsmoment gewesen, wenn wir ihn verwandelt hätten. Aber so hat die Hertha hier dieses Spiel gewonnen. Ist eine Runde weiter. Wir können auf diese Defensivvorstellung, aber auch mit dem Mut nach vorn und wie wir das Spiel angegangen sind, denke ich, weiter aufbauen. Wollen da auch am Samstag gegen Magdeburg dran anknüpfen und wie bei meinem Kollege ähnlich steht es erstmal Regeneration auf dem Plan, sodass wir dann wieder mit körperlicher und geistiger Frische am Samstag um die drei Punkte, die wir hier behalten wollen, kämpfen können. Meinem Kollegen natürlich mit seiner Mannschaft und den Vereinsverantwortlichen eine gute Heimfahrt und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Dankeschön, Dirk. Sollte es noch Fragen geben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Das Mikrofon kommt dann in der zweiten Runde. Reihe bitte. Berliner Morgenpost. Paul, hast ein goldenes Händchen bewiesen. Beide Joker haben getroffen. Waren die Wechsel so geplant oder hast du das spontan entschieden? Mit Vedat war das so geplant. Eigentlich habe ich mit ihm gesprochen, dass wir ihm auch, wenn das alles gut läuft, dann wird er nicht reinkommen. Aber trotzdem soll er seine mentale Stärke oder seinen Geist vorbereiten. Wenn er kommt, dann soll er helfen. Und in diesem Moment, wo Devi ziemlich zu viel unnötige Foul gespielt hat und hat ein bisschen verkrampft gespielt, dann haben wir gesagt, schnell rein. Und dann hat er dieser Magneteffekt jetzt, dieses Jahr hat er auch seit Vorbereitung, wie hart er arbeitet und es läuft. Dann prallt die Ball, ist da und hat gut reingekommen, hat auch noch ein paar gute Dinge vorbereitet. Wir sind sehr stolz und sehr zufrieden mit ihm. Und Maxi hat eigentlich auch verdient zu spielen, aber wir haben da ein bisschen rotiert. Und dadurch, der Chef Endphase hat auch ein bisschen müde gewirkt. Da haben wir geholt und trotzdem, Lecky, dürfen wir auch nicht vergessen, kommt da rein und normalerweise soll er ein bisschen egoistisch sein, dann hätte er auch getroffen. Aber er wollte Tor vorbereiten, da haben wir angefangen ein bisschen zu fummeln.
Das mag ich nicht, ja. Wir wollen mit Marvin wirklich stark und matt und schön, aber das war ein Tick zu, ja, das muss man einfach Tore machen. Wir sind zufrieden und einfach happy, dass es keine verletzten Spieler gibt. Das war ein sehr faires Spiel, sehr schönes Spiel und einfach schnell nach Hause. In der Zeit neu. Alex Westhoff von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Schuster, würden Sie grundsätzlich sagen, dass der Aufwärtstrend heute ja, bestätigt worden ist, der letzten beiden Wochen in der Liga? Ja. Inwiefern? Wir haben mit Hertha, sagen wir mal, eine Mannschaft zu Gast gehabt, die sich im oberen Drittel in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert hat. Und das will schon was heißen. Und da weiß man auch, was einer auf einen drauf zurollt und was da an Qualität hier vertreten ist. Und ich denke, dafür haben wir uns sehr teuer verkauft, haben sehr viele Dinge richtig gemacht, haben sehr lange vom Ergebnis das Spiel offen gehalten, dass wir hier nicht 70-30 Ballbesitz zu unseren Gunsten haben. Das war, glaube ich, allen im Raum hier von Beginn an auch klar, sodass wir diese Vorgaben, die wir gemacht haben, anknüpfend an die letzten Spiele auch defensiv gut zu arbeiten, stabil zu stehen, nicht so viel zuzulassen, aber selber auch aktiv zu werden. Und wie ich es gerade gesagt habe, nach dem 0-1, Serdar Dursun hatte danach noch nach einer Flanke von Jovin Jones eine hervorragende Einschussgelegenheit, haben wir leider auch nicht genutzt. Ja, kann ich schon sagen, dass ich ganz zufrieden bin mit der Leistung der Mannschaft. Dann nochmal daneben. Ja, eine Frage an dich, Paul. Wladimir Darida hat heute nach langer Verletzungspause wieder sein Startelfdebüt gegeben. Per Schäbel hat dafür nicht gespielt. Wie bewertest du die Leistung von Wladimir? Ja, gute Leistung. Er hat auch schon das letzte Bundesligaspiel gut reingekommen, hat uns viel geholfen heute. Das ist auch fleißige Arbeit. Ich habe vermisst bei der ersten Halbzeit, wenn du so einen Wind hast, ja, dann ein Wladimir Darida muss erste Halbzeit zweimal versuchen, richtiger Torschuss ausüben, weil dann sitzt. Er hat einen Hammerschuss. Das ist das Einzige, was ich vermisst habe. Aber gute Zweikampfstärke, gute Bälle, kreative, intelligente Sechser, Achter, Programmier. Jens Wannemacher vom Darmstädter Echo. Dick, du hattest umgestellt, hast einen Härtner gebracht anstelle von Jones. Hat sich das aus deiner Sicht ausgezahlt? Oder was waren die Beweggründe, ihn zu bringen? Ja, Sebastian hat ein sehr gutes Spiel gemacht heute. Ich war am Samstag in Dortmund, habe mir die Hertha da angeschaut im Stadion. Hab da auch eine sehr starke rechte Seite von Hertha gesehen, mit Lazaro von hinten, der immer wieder angeschoben hat, mit Kalou außen. Sodass wir uns entschieden hatten, mit Sebastian und Fabi Holland da auch defensiv so dagegen zu stellen, dass da die größte Gefahr auszuschalten ist, was natürlich nicht immer gelingt, das ist auch normal. Das waren die Beweggründe für diese Umstellung und ich freue mich natürlich, dass Sebastian in seinem ersten Startelf-Einsatz für uns seine Sache so gut gemacht hat und dass wir dann Jovin Jones noch in der Rückhand hatten für Situationen nach vorn und auch er hat dann noch gute Akzente gesetzt, hat noch eine riesen Chance vorbereitet vom Serdar, sodass das in meinen Augen nicht die dümmste Idee war. Weitere Fragen gibt es offenbar nicht. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Kommen und wünschen unseren Gästen eine gute Rückreise. Tschüss, mach's gut. Bis bald.